Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein kleines, aber feines Thema, was ganz unbedeutend erscheint, aber was mir schon ganz oft weitergeholfen hat im Laufe meiner Krise und im Laufe meines Heilungsweges, nämlich das Bild vom Stapel der Kantinenteller. Herzlich willkommen beim Seelenklopfen. Die Kantinenteller, was meine ich denn nur damit? Also, es ist so, wenn ihr in einer Krise seid und ihr arbeitet an euch, dann kann es sein, dass ihr so eine Therapiesitzung oder eine Klopfsession oder irgendwas gemacht habt und ihr fühlt euch danach so richtig gut und erleichtert. Dann kommt vielleicht so ein kleines euphorisches Gefühl von so, ja, jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich das Schlimmste hinter mir und jetzt wird alles wieder gut. Dann kann es sein, dass das ein paar Tage hält und irgendwann passiert irgendwas oder vielleicht wacht ihr auch einfach nur morgens auf und das ganze alte Scheißgefühl ist wieder da. Und dann schleicht sich so der Gedanke ein, oh, es hat wieder nichts gebracht. Dieses ganze Klopfen oder die Technik, die du angewandt hast, es hat alles nichts genutzt. Bei den anderen hilft das bestimmt nur, bei mir wieder nicht. Was habe ich nur falsch gemacht? Ich bin ein hoffnungsloser Fall und ich sollte es einfach wieder aufgeben. So, dieses Gefühl, wenn du das hast, wenn du es kennst, es ist ganz normal. Das liegt daran, dass man eben in der Verfassung, in der man ist, sich die andere Verfassung nicht mehr vorstellen kann. Da habe ich ja schon oft drüber gesprochen. Also wenn du in einem Tief steckst, kannst du dir nicht vorstellen, da jemals wieder rauszukommen. Und wenn es dir gerade gut geht, kannst du dir nicht vorstellen, jemals wieder abzustürzen. Das Ding ist, wenn dieses alte Gefühl, was du vielleicht schon längst weggeklopft hattest, wenn das plötzlich wieder vor der Tür steht und du dich wieder genauso furchtbar fühlst wie vorher, dann liegt das nicht daran, dass das Gefühl wiedergekommen ist, sondern es ist der nächste Teller. Wenn du, also es ist natürlich nur ein Symbol, ne? Stell dir vor, vielleicht kennst du das aus Kantinen oder so, da gibt es so diese Stapel von Tellern oder von Tabletts oder so. Dann nimmt man sich also oben so eins runter und dann ist unten unter dem Stapel so eine Feder. Und wenn du oben was weggenommen hast, dann rutscht es von unten nach. Und der Stapel ist wieder genauso, sieht genauso hoch und genauso groß aus wie vorher. Und der nächste Teller, der da liegt, sieht genauso aus wie der davor. Und du merkst gar nicht, dass da irgendwas von dem Stapel fehlt. Aber irgendwann, wenn diese Feder immer weiter hochgekommen ist, irgendwann hast du den letzten Teller in der Hand und dann ist der Stapel weg. Genauso kannst du dir Aufräumphasen vorstellen. Ja? Also du, wenn du an deinen Themen arbeitest, wenn du an deinen Gefühlen arbeitest, dann funktioniert das genau so. Du nimmst eine, also ich spreche auch schon mal vom Zwiebelnpellen. Ja? Du nimmst einen Teller von dem Stapel weg, indem du ein so ein Thema bearbeitest und das loslässt. Und dann rutscht das andere Zeugs von dem, was du alles an unangenehmen Gefühlen und Themen und Erlebnissen in dir gespeichert hast, das rutscht dann sozusagen nach und kommt dann nach oben. Das heißt, wenn du dich das nächste Mal schlecht fühlst, dann ist es nicht derselbe Teller wie vorher, weil den hast du ja aufgeräumt, sondern es ist der nächste, der sieht nur genauso aus und der nächste sieht wieder genauso aus. Also die nächste Krise, das nächste Tief, durch das du gehst, sieht wieder so aus wie vorher. Und es dauert tatsächlich relativ lange, bis der letzte Teller aufgetaucht ist. Es sind relativ viele Zwiebelschalen, weil überleg mal, du hast jahrzehntelang Gefühle verdrängt und Themen angesammelt. Ja, und irgendwann ist das Ding echt groß geworden und du musst eine Menge davon abräumen. Ja, ich will dir damit nur Hoffnung machen, wenn du das Gefühl hast, ich komme überhaupt nicht weiter, ich trete auf der Stelle, egal wie viel Therapie ich mache, egal wie viele Heilsitzungen ich mache. Doch, du nimmst jedes Mal einen Teller runter. Man kann das nur nicht sehen. Das ist der Punkt. Ja? Vielleicht kann dir dieses Bild einfach so ein bisschen weiterhelfen, dran zu bleiben, nicht aufzugeben und nicht irgendwie zu denken, du wärst unfähig, du wärst zu blöde oder du wärst ein hoffnungsloser Fall. Das bist du nicht. Ja? Sondern du hast eine gigantische Zwiebel zu pellen und eine dünne Schicht, die sieht man nicht sofort. Also ja, das ist ja auch noch so ein Bild, was mir immer hilft. Und genauso funktioniert das. Irgendwann kommt der letzte Teller. Ich habe irgendwie vor Jahren, als ich da durch war, als ich das Gefühl hatte, so jetzt ist mein letzter Teller, da habe ich mir vorgenommen, ich werde eines Tages ein Buch schreiben und der Titel des Buches wird sein, Der letzte Teller.
Ob ich das dann mal durchziehe, ob ich irgendwann mal Zeit dafür habe, weiß ich nicht. Aber das ist jedenfalls so mein Bild dafür. Jetzt habe ich es geschafft und jetzt bin ich draußen und jetzt ist der Stapel abgeräumt. Also gräm dich nicht, wenn dein Stapel immer noch so aussieht wie gestern oder wie vorgestern. Irgendwann ist es vorbei. Das nur am Rande. Macht's gut, ihr Lieben. Ihr dürft gerne wie immer mein Video liken, meinen Kanal abonnieren, euch auf meiner Website umschauen oder euch meinen Online-Kurs angucken. Das ist ja eine Klopfrundensammlung zum Mitklopfen mit insgesamt 50 Videos, wo ihr euch selber beibringen könnt, wie ihr mit Hilfe von EFT aus der Depression rauskommen könnt. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.